So, und damit auf zum nächsten Teil. Wir gehen jetzt zu den Expert-Kursen. Und zwar beginnen wir hier mal mit dem Revolution-Kurs. Da hatte ich auch meine liebe Mühe damit, gerade mit dem letzten Sektor. Aber so lange ging es da jetzt auch nicht. Da hatte ich ja ein paar Versuche, musste ich da schon fahren, aber nicht allzu viele. Lief also ganz okay. Als Kind habe ich immer so gedacht, der Kurs sieht aus wie ein Bär. Bisschen würde ich sagen, ja, ein bisschen ist es wohl immer noch so. Denke ich mir eigentlich auch immer noch, es ist ein Bär. Ein sehr unförmiger Bär, aber es ist ein Bär. Während ich hier noch die Tonaufnahme mache für die Videos hier, schaue ich nebenbei noch Motorrad. Es läuft gerade Moto E. Ich habe auch seit langem mal wieder ein MotoGP-Rennen verfolgen können. Die letzten paar Male konnte ich das leider nicht. Oder ich hatte keine Lust dazu. Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja auch großer Rossi-Fan, und wenn Rossi so schlecht. Also schlecht, nein. Er fährt ja nicht schlecht, aber wenn er halt einfach so weit hinten herumgurken muss oder herumgurkt, ja, habe ich dann auch nicht mehr so extrem Motivation zu schauen. Wow, es hat sich einer in der Aufwärmrunde, gestürzt und offenbar nicht mehr zum Grid gekommen. Okay. Egal. Zurück zur jetzigen Aufnahme. Was mir vor allem Mühe gemacht hat, war eben dieser letzte Sektor. Nicht mal, weil der so schwer wäre. Das Problem ist halt einfach diese ganzen blöden kleinen Sprünge. Die sind unnötig und die sind halt einfach die Sachen, die mich am meisten verlangsamt haben, weil ich da einfach immer in die Mauer gefahren bin. Ihr seht, was ich meine. Hier ein kleiner Sprung, hier wäre ein kleiner Sprung. Wenn man also nicht so gut fährt, dann hat man extrem Mühe damit. Also, letzte Runde. Aber das sehen wir jetzt. Wieder einer dieser Kritikpunkte, die ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Drifts auf dieser Strecke funktionieren nicht. Das ist extrem nervig. Jetzt haben wir eben diese angesprochenen Bildfehler, die ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Das war jetzt offenbar der erste, der da ins Videomaterial gekommen ist. Beim nächsten Rennen werden es dann noch ein bisschen mehr sein. Und auch hier, wie man sieht, habe ich eigentlich nur gewonnen, weil ich es offenbar aus irgendwelchen Gründen geschafft habe, die Gummiband-KI auszutricksen. Oder sie hat sich selbst ausgetrickst, weil eigentlich bin ich da nicht unbedingt auf den Sieg gepolt gewesen. Damit aus dem nächsten Kurs habe ich gleich mal für Renegade Expert entschieden. Jetzt sage ich hier auch gleich mehrere Bildfehler. Und wie gesagt, leider wird das noch des Öfteren vorkommen. Auch auf dem Renegade-Kurs hatte ich meine liebe Mühe.
Weil die erste Sektion hier ist natürlich etwas anders. Da hatte ich Mühe, mich mit der Strecke anzufreunden und auch richtig zu driften. Ging leider nicht allzu gut. Die Konkurrenz überholen hier ist auch nicht gerade leicht. Ist zwar ein breiterer Kurs, also, nee, eigentlich nicht mal, es ist nicht unbedingt ein breiter Kurs wie alle anderen Strecken, aber er ist nicht wirklich enger. Er ist auch dann in diesem letzten Sektor ist er nicht wirklich enger als die anderen Kurse, einfach winkliger. Hier wieder komplett Mühe gehabt, die Gegner zu überholen. Und die Konkurrenz kommt sogar noch wieder vor mir, blockt mich weiter. Dann komme ich aus dem Drift nicht raus. Ja. Ist manchmal eine richtige Zangengeburt gewesen, so zu fahren. Dafür hat man dann, wenn man mal an einem vorbeigekommen ist, gleich mal vier oder fünf Leute auf einmal überholt. Da hatte ich jetzt lange Angst, dass der Drift gar nicht erkannt wird. Glücklicherweise wurde er erkannt. Da auch einfach wie ein absoluter Amateur durchgefahren. Das ist auch bezeichnend, dass ich noch keine schnellste Rennrunde gefahren bin. Das ist in meinen Siegfahrten oft vorgekommen, dass ich da noch eine schnellste Runde gedreht habe, irgendwann. Aber im Moment hier absolut kein Talent vorhanden. Man müsste meinen, das Ding habe ich nur durch Glück gewonnen. War vielleicht auch so. Da wurde der Drift jetzt mal erkannt. Schön und gut. Den Angel mal überholt. Trotzdem fehlen noch zwei Leute. Und DigiPen jetzt auch mal gleich verlangsamen können. Da lief der Drift gut, zu gut für mich. Deshalb habe ich gedacht gehabt, ja, fahre ich in die Mauer rein. Jetzt diese Sektion lief auch deutlich besser als gedacht. Kommt den blockenden Gegner hinter mir. Und das hat dann für den Sieg gereicht. Also sehr schön. Also sehr schön. Damit auch zum nächsten Kurs. Und das ist hier dieses Mal der erste Kurs, der da gefahren wird. Ridge Racer Expert. Und da habe ich jetzt auch nochmal eine weitere Stunde damit verbracht. Also insgesamt 2 Stunden für ein einziges Mal die Strecke irgendwie schaffen. Und dann war das erst noch sehr viel Glück, finde ich. Ich habe es da nicht verdient. Ich habe es absolut nicht verdient gehabt zu gewinnen bei der Fahrt. Und trotzdem habe ich gewonnen. Naja. Ich hatte aber auch schon andere Fahrten, da hätte ich meiner Meinung nach gewinnen müssen, habe es aber nicht geschafft.
Da darf man auch mal ein bisschen Glück in Anspruch nehmen, finde ich. Das finde ich auch komisch. Wie können die anderen in der Luft driften? Wie können die anderen in der Luft lenken? Das ist doch einfach nicht logisch. Jetzt noch den zweitplatzierten, den Devil Kid, auch noch gleich überholen. Okay, der Sektor wieder läuft nicht gut, hab sogar noch in die Mauer reingelenkt, weil ich so ein Idiot bin. Letzte Runde. Habe gehofft, ihn noch zu überholen. Hab vorerst auch gereicht. Konnte ihn einmal blocken, war aber nicht von langer Dauer. Weil dann den wichtigen Teil hier, da habe ich ihn noch blocken können, dafür hier nicht mehr. Nicht nur geblockt, sondern auch mich noch abgebremst. Und da war ich so überrascht, dass ich die Kurve gut bekommen habe, dass ich dann die andere Seite reingefahren bin. Doch hier, man sieht es. Klappt eigentlich gar nicht. Fahr überall rein. Auch hier nicht gut gewesen. Aber dann hat sich hier der Wagen hier gedacht, ja gut, ich bremse jetzt einfach mal ab und lass ihn gewinnen. Bin dann wirklich auf den letzten Metern noch vorbeigekommen. Hat dann aber leider auch nicht mehr viel. Ja, wenigstens gewonnen. Dafür auch mal einmal das Glück in Anspruch nehmen. Und da fragt man sich, hä, warum ist der auf die Wiederholung stolz? Und ja, ich geb's zu, eigentlich, wenn man es sich so anschaut, gibt's keine Gründe, stolz zu sein. Absolut nicht. Ja, inzwischen zweite Runde. Das war der Devil Kid. Letzte Runde.
Ja, hier dachte ich schon, ach nee, darf ich dann nochmal anfangen? Aber habe mir dann gedacht, ja, egal. Ich ziehe es jetzt einfach mal durch bis zum Ende und hoffe, dass vielleicht die Gummiband-KI blöde ist. Und scheinbar hatte ich da auch noch das Glück, dass sie tatsächlich so blöde war und sie mir den Sieg geschenkt hat. Hat wohl langsam Erbarmen nach 2 Stunden. Ja, nee, du versuchst es schon seit 2 Stunden. Komm, ich lass dich gewinnen. Dauert sonst zu lang. Und damit die 7. Platinum-Trophäe erhalten, fehlt nur noch eine. Speichern wir also mal ab. Ich habe, glaube ich, sogar zweimal gespeichert, weil ich es kann. Aber ja, zweimal speichern ist sicherer als einmal. Nicht, dass es nötig wäre, aber boah, wen kümmert's schon? Naja, egal. Ich würde mal sagen, man sieht sich beim nächsten Teil wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Und tschüss, ne?